So, Leute, sind wir beim nächsten Commander-Deck. Und jetzt das Painbow. Ja, das Deck heißt Painbow. Ihr habt bestimmt das letzte Video gesehen. Und da bestimmt auch mitbekommen, dass ich nicht so positiv zu dem Deck spiele. Ich habe eine Menge Sachen bekommen, Nachrichten bekommen über Discord und Instagram und so weiter, die gesagt haben, oh, das ist gar nicht so bad, wie du immer sagst. Das mag korrekt sein. Ich find's doof. Und dementsprechend schaut ihr mein Opening für meine Meinung. Und wenn ich das doof finde, dann darf ich das sagen. Und wenn ihr das trotzdem cool findet, dürft ihr das auch sagen. Und keiner von uns beiden muss sich beleidigt fühlen. Gucken wir uns direkt das Deck an. Hier war wenigstens das Zusatzpack. Ziemlich cool. Genau, hier ist der generische. Da haben wir wieder unser kleines Poster mit Jarrett. Na. Auch dieses Commander-Deck wurde von einem Zuschauer gesponsert, der bei uns im Laden gekommen ist und gesagt hat, Blacky, kauf das, mach das auf und schick mir das zu, hier ist meine Adresse. Dementsprechend, vielen, vielen Dank dafür, weil ich würde mir diese Decks niemals kaufen. Dementsprechend danke, dass ich deins öffnen darf. Gucken wir uns an, Jarrett Kartalion. Ein Wuburg, 5 Marken, plus 1, wir kriegen einen 3-3 Kavu, der alle Farben hat. Oder minus 3, wir suchen 2 Kreaturen aus und für jede von denen legen wir eine plus 1 Marke auf den, für jede Farbe, die das Ding hat. Und minus 6, wir bringen eine Multicolored-Karte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Wenn sie alle Farben hat, ziehen wir noch eine Karte und kriegen 2 Treasure-Token. Ganz nett, das sind die Kavus, die sehen schon cool aus. Humans. Die sehen auch cool aus. Snacks. Dafür, dass die mal so schwer zu bekommen waren, diese Snack-Tokens, sind die mittlerweile, wow, sind die mittlerweile echt auch häufig. 4-4 Engel mit fliegender Wachsamkeit. Davon braucht man in letzter Zeit echt viel. Und ja, machen wir das Deck mal auf. Dieses Deck dreht sich, ihr werdet es eh schon rausgefunden haben oder wissen, um 5-Color-Karten. Das heißt, wir haben hoffentlich eine Menge 5-Color-Karten hier drin. Und das ist so einer meiner Kritikpunkte, dass hier nicht genug 5-Color-Karten drin sind. So, wir haben, erstmal gucken, dass ich es irgendwie packen kann, ohne mich hart zu verrenken. Weil das sind halt echt viele Karten. Machen wir es einfach mal so. Nee. So, wir haben Jarrett Kartalion, hatten wir gerade eben vorgelesen. Dann haben wir Jensen Kartalion, der Sohn, keine Ahnung. Druid Exile, für ein weißes, ein grünes 2-2. Immer wenn man Multicolor Spell castet, können wir einen Mana bezahlen. Wenn er alle Farben hat, kriegen wir einen 4-4 Engel mit Wachsamkeit. Ne, scryen wir am 1. Wir können nicht einen Mana bezahlen, wir scryen um 1. Oh mein Gott. 5 Mana tappen, wir kriegen einen Wuburg. Der ist ganz nett. Der ist wirklich ganz nett. Dann haben wir einen Two-Headed Hulkite. 6 Mana, 5-5 Drache, Fliegend Menace, Eile. Wenn er angreift, ziehen wir 2 Karten. What? What? Wenn er angreift, ziehen wir 2 Karten. Krass. Tyler Engine. 1 Mana, nee, 2 Mana, 1-3. Immer wenn ein Land getappt und unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, dann können wir jetzt eins von beiden Sachen machen. Wir können das Ding enttappen oder einen Non-Land Permanent enttappen. Ne, tappen, die der Gegner kontrolliert. So ist es richtig, wow. Unite the Coalition. 5 Mana und zwar Papalose, Instant. Wir suchen uns 5 Sachen aus, wir dürfen dasselbe mehrfach wählen. Ein permanentes Phased Out, ein Spieler zieht eine Karte, wir exilen den Friedhof von einem Spieler. Wir fügen 2 Schaden aus irgendeinem Target zu oder wir zerstören dann faktisch Verzauberung. Das ist ganz nett. Dann haben wir Falaji Wayfarer. Ein grünes, 2 Farblose, 2-4. Der hat alle Farben, diese Fähigkeit ist aber nicht irgendwie für die Card Identity accepted. It can be in any deck whose commander Card Identity is included grün. Nice. Multicolor Spells, die wir kontrolliert haben, von Convoke. Auch sehr nett, sehr nett. Dann haben wir Iridian Maelstrom. 5 Mana Source, wir zerstören alle Kreaturen, die nicht alle Farben sind. Soweit sieht das Deck gut aus. Und jetzt fängt es leider, glaube ich, an, wenn mich alles täuscht. Ja, Mana kennen, Enchantment. Immer wenn eine Multicolored-Karte spielen, fügen wir X Schaden zu, bei X die Farben sind. Für 3 Mana Enchantment ganz nett. Dann haben wir den Primeval Spawn. 10 Mana, 10, 10. Wenn er ins Spielfeld kommt und der mit Mana gecastet
nicht mit Mana gecastet wurde oder Mana dafür benutzt, wird er stattdessen exiliert. Der hat Fliegend, Wachsamkeit, Trampel. Wenn er spielt, wird verliebt, exilieren wir die obersten 10 Karten unseres Decks. Wir können eine beliebige Anzahl an Karten mit insgesamt Mana-Value von 10 oder weniger spielen, um die Mana-Kosten zu bezahlen. Nicht so der Wahnsinn. Obsidian Obelisk. 2 Mana, kommt getapptes Spiel, tappen für ein farblos oder tappen für ein Mana mit der Farbe, können wir aber nur für Multicolor-Spells benutzen. Und dann haben wir aus irgendeinem Grund so einen Schmarrn hier drin. 4 Mana, 2-4, solange der getappt ist, kommen alle permanenten getappt ins Spiel. Solange der ungetappt ist, ändert alles ungetappt. Cool. Baefold Strix, coole Karte, aber warum ist die hier drin? 2 Mana, 1-1, fliegend Death Touch, wenn das Spiel bekommt, ziehen wir eine Karte. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Canopy Vista ist ein Land, kommt enttappt ins Spiel, wenn wir 2 oder mehr Basics kontrollieren. Cascading Cataracts, tappen für ein Farblos oder 5 Mana tappen, wir kriegen Mana-Bliebiger-Kombination. Unzerstörbar ist ganz nett. Cinderglade Geld kommt auch enttappt ins Spiel mit 2 oder mehr Ländern. Basics. Collation Relic, 3 Mana tappen für ein farbloses, Mana-Bliebiger-Farbe sogar. Oder tappen einen Charge Corner drauf machen. Zu Beginn des Creepy Commit Main Steps nehmen wir alle Marken davon runter und kriegen so für Mana-Bliebiger-Farbe. Das heißt, wir können Mana storen, um doppelt Mana zu haben. War früher mal ganz cool. Crystal Quarry, tappen für ein farblos oder 5 Mana tappen, wir kriegen einen Wooburg. Dune Blast, wir zerstören bis auf eine Kreatur alle Kreaturen. Okay. Exotic Oshards, wir kriegen Mana, was ein Mana-Farbe ist, die der Gegner produzieren könnte. Ist nett. Der ist wiederum ganz cool. Fabro Elder, 3 Mana 0-0, kriegt bis 1-1 jede Farbe, die wir kontrollieren. Das heißt, der ist mindestens 2-2. Und tappen für jede Farbe kriegen wir ein Mana auf der Farbe. Das heißt, der kann nachher Wooburg. Das ist ganz nett. Hero of Presenect 1. 2 Mana 2-2. Immer wenn Multicolor Spell casten, kriegen wir ein 1-1 Human. Yay. Knight of New Alara. 4 Mana 2-2. Jede andere Multicolor-Kreatur kriegt +1/+1 für jede Farbe. Das ist ganz nett, aber auch nicht so krass. Lava Branch. Ich wusste nicht, dass die rare ist. Ein schwarzes, ein rotes, ein grünes und X. Wir fügen X-Schaden der Kreatur der Planeswalker zu und dem Spieler, der den Planeswalker kontrolliert, genauso viel Schaden. Und jeder Kreatur. Krass. Krass Teil. Merciless Vacation, 6 Mana, zerstören wir, exilen wir alle Artefakte, Kreaturen, Enchantments oder Planeswalker. 1 von können wir uns aussuchen. Okay. Murmuric Bosk ist ein Forest, also tappt er für ein grünes. Der kann aber auch für schwarz und weiß tappen, wenn wir Leben verlieren. Wenn der Spielfeld kommt, müssen wir ein Baumvolk vorzeigen. Treevolk, ja. Sonst kommt der getappt rein. Painful Truths, 3 Mana, wir dürfen bis zu 3 Karten ziehen und bis zu 3 Leben verlieren, je nachdem, wie viel Mana wir ausgegeben haben, welche verschiedenen Farben. Paris Streams kommt in das Spiel, wenn wir 2 Basics haben. Radiant Flames, 3 Mana, fügen wir 3 Schaden zu. Zu jeder Kreatur, ganz nett. Ich bin super hart entgeistert aktuell. Ihr seht, wie wenig Multicolor. Warum machen wir dann einen 5-Color-Metas-Deck und sagen, es ist nicht ein 5-Mana-Metas-Deck mit Converge und Domäne und sowas halt? Nein, wir haben so eine Mischung aus, hey, wir haben 5-Color-Kreaturen, die wichtig sind, und dann auf einmal wieder Länder. Es ist so ein Müll. 3 Mana 2-4 Parley. Tappen, wir zeigen die obersten Karten unseres Decks vor, jeder Spieler. Und für jede Non-Land-Karte kriegen wir grünes Mana und ein Leben und wie danach ziehen wir alle eine Karte. Smoldering Marsh. Schwarz-Rot. Und ja, kommt in Tappen Spiel mit Basics. Solomon Simulacrum. 4 Mana 2-2. Wenn er ins Spiel willkommen, durch so unser Deck am Sternenland bringt es getappt ins Spiel. Dann mischen wir, wenn er stirbt, ziehen wir eine Karte. Sunken Hollow. Kommt in Tappen Spiel, bla bla bla. Time Warp, 2 weiße, ein blaues, 2 farblose. Wir bringen alle Kreaturen auf die Hand des Besitzers zurück. Ne, eine Kreatur auf die Hand des Besitzers zurück. Das stören dann alle anderen Kreaturen. Glint Eye Nephilim. Warum ist der hier drin für 4 Mana? Das ist so dämlich. 4 Mana 2-2, wenn er dem Spieler am Schaden zufügt, ziehen wir so viele Karten. Für 1 Mana können wir eine Karte abwerfen, dem +1/+1 geben. Warum? Warum? Dann haben wir Palani Nest Tender. 4 Mana 2-3. Für 2 Mana tappen kriegen wir ein 1-1 Egg. 0-1 Egg. Und wenn das Egg stirbt, zeigen wir so lange Karten in unserem Deck vor, bis wir eine Kreaturenkarte haben und bringen die ins Spiel. Maelstrom Nexus. Okay. 5 Mana Enchantment. Der erste Spell, den wir spielen, haben Kaskade. Jetzt sind wir back auf 5 Color. Es ist so strange. 5 Mana 4-4 mit Bestow für Wooburg und 2 Farblose. Fliegend Erstschlag, Wachsamkeit, Trampel, Lifelink. Und die verzauberte Kreatur hat Fliegend, Trampel, Erstschlag, Wachsamkeit, Lifelink und +4/+4.
Okogashi, Venge Vulkami, 5 Mana, ein farbloses, 6-6, fliegend Trampel, Spirit Dragon. Und wenn der einem Spieler Schaden zufügt und der dich letzte Runde angegriffen hat, dieser Spieler, dann dürfen wir es exilen. Nice. Und dann haben wir wieder das. Mana wieder Farbe, X-Spells. Warum? Death Touch für Mana 2-3. Apex of Vicious. 5 Mana, 6-6, fliegend Trampel. Wenn der mutated, exilen wir die oberste Karte von unserem Deck und bis wir eine Nicht-Land-Permanente aufdecken und wir können die auf die Hand nehmen. Oder ein Spielfeld. Okay. Es ist einfach so seltsam. Malstrom Archengel, 5 Mana, 5-5, fliegend. Wenn der einem Spieler Kampfschaden zufügt, können wir ein Spell aus der Hand casten, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Oh Gott, wir haben mehr von den Apexen. 5 Mana, 5-5, Mutate, fliegend Death Touch. Immer wenn eine Kreatur mutated, bringen wir eine Kreatur mit Stärke von 10 oder weniger aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Any number of creatures. Okay. Angel of Rebirth, das war meine Buy-a-Box-Promo. 5 Mana, 5-4, fliegend Multicolor Kreaturen haben plus 1 plus 0. Und immer wenn eine andere Multicolor Kreatur stirbt, bringen wir den aus dem Friedhof die Hand zurück. Okay. Zurak Dragonclaws, 5 Mana, 6-6, Flash, kann nicht gekontert werden. Kreaturenspells können nicht gekontert werden. Kreaturenspells haben Trampel. Xerious the Withering Storm, 5 Mana, 3-5, fliegend. Immer wenn der Gegner eine Karte zieht, außer die ersten seinem Zug, kreieren wir einen 1-1 Snake. Und immer wenn wir Schaden an den Spieler zufügen, ziehen beide Spieler so viele Karten. Was hat das hier drin zu suchen? Bad Rivers, Low Tapped Lands, Sanctums, Necropolis, da ist ein neues Artwork. Old Fetches, 5x8, 8. Was ist das für ein Deck? Die Landbase ist ganz okay. Slow Fetches, also hier die Dinger sind absolut sinnlos, aber sie sind günstig. Irgendwie muss man ja auf die 40 Euro kommen. Aber Slow Fetches und die kaum getappte Spielländer sind ganz nett, beziehungsweise Endtap, wenn mehr als zwei Basics dabei sind, ist ganz nett, aber hier ist nicht mal ein Sumpf drin. Doch, hier sind wir drin. Okay, immerhin. Ja, das ist das Deck. Ich bin von dem Deck genauso wenig überzeugt wie von dem anderen Deck. Ich finde das genauso dämlich und nicht so geil. Aber gut, der Abonnent wollte das und danke nochmal, dass ich das aufmachen durfte. Hier ist jetzt ein Booster, was irgendwie sich nicht so geil öffnen lässt. Dann ist das so. Dann haben wir Defile of Faith. 5 Mana, 5-5 Wachsamkeit. Wir können weiße Permanent Spells 2 Mana bezahlen, die ein farbloses günstig, um ein weißes günstiger zu machen. Und wir kriegen 1-1 Soldier, wenn wir die casten. Und irgendwie so ein Troll. Ja. So viel zu dem Jarrett-Deck. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Neublick seht. Ciao, ciao.